Hallo ihr Lieben, ich habe mich schon fertig gemacht, denn für mich geht es gleich zum DM. In diesem Video werde ich die Produkte testen, die am meisten gehypt sind von der Drogerie und die ich auf Instagram, da habe ich eine Frage gestellt, was eure Lieblingsprodukte sind und die werde ich auch testen. Viele Sachen habe ich natürlich schon und deswegen wollte ich nur noch mal kurz, bevor ich einkaufen gehe, noch mal zeigen, was ich habe und was ich davon halte und genau, und was ich halt eben logischerweise nicht noch mal nachkaufen werde. Also sehr oft auf TikTok gesehen habe ich das L'Oreal Perfect Match Nude aufpolsterndes getöntes Serum gesehen. Das habe ich natürlich auch. Ich finde es bombastisch. Ist mir jetzt gerade zu dunkel. Das benutze ich eben im Sommer, wo ich einfach nicht so viel Abdeckung brauche. Und ja, richtig, richtig geil. Aufpassen bei öliger Haut. Guten Primer vorher verwenden, weil das wird abnormal glowy, weil es eben Hyaluronsäure enthält. Dann kommen wir zu dem Superstay Maybelline Foundation. Den habe ich auch sehr oft auf TikTok gesehen. Habe ich auch schon ausprobiert. Finde ich auch richtig gut. Deckt gut ab. Hat eine schon... ja, volle Deckkraft, deswegen, ja, richtig gut, aber haut mich jetzt nicht vom Hocker, aber der ist gut, definitiv. Dann mein absoluter Favorit ist der Fit Me Maybelline Matte & Poreless Foundation. Den liebe ich absolut, also für ölige Haut das Beste, was du dir in der Drogerie holen kannst. Und das Gegenstück eben für trockene Haut ist die Cinder Glasflasche und das ist, finde ich, also für trockene Haut das Nächstbeste. Finde ich richtig, richtig gut. Meine Meinung. Dann habe ich noch von L'Oreal die andere Foundation mit dieser, mit dem Pumpstoßding. Das ist mein anderer absoluter Favorit. Der hat mehr Deckkraft als der hier. Und genau. Aber den habe ich jetzt aufgebraucht und einfach nicht mehr nachgekauft. Ja, werde ich aber irgendwann bestimmt noch tun. Dann habe ich auf Instagram in meiner Fragerunde eben sehr oft den Maybelline Instant Lasher Concealer zugeschickt bekommen. Den finde ich auch bombastisch, hatte ich. Habe ich aber irgendwie, warum auch immer, nie wieder nachgekauft. Den werde ich mir aber heute, denke ich mal, also wenn es den in meiner Farbe gibt, die ich möchte, definitiv nachkaufen. Finde ich auch sehr gut. Dann den Maybelline Lip Gloss, den habe ich auch, werde ich mir natürlich nicht nachkaufen. Finde ich auch bombastisch. Er riecht gut. Er hat so eine geile Konsistenz. Hält schon gut auch. Und ein Dupe zu den Fenty Lip Gloss, also von dem, wie es aussieht und von der Konsistenz, glaube ich, her. Aber nicht so gut wie der von Fenty. Dann mein absoluter Favorite Concealer für jeden Tag ist der von L'Oreal. Die Farbe passt mir wahnsinnig gut und der hat eine Medium-Deckkraft, also nicht ganz volldeckend, sodass du den, und der ist sehr flüssig, sodass du den richtig gut verblenden kannst. Und deswegen benutze ich den im Alltag, also wirklich ohne Foundation, nur so auf die Unreinheiten ein bisschen und natürlich unter die Augen. Und ja, deswegen, also den kaufe ich, habe ich schon seit, benutze ich glaube ich schon seit 6 Jahren und kaufe den mir immer wieder nach. Das ist, der wird für immer bei mir bleiben. Dann, was ich auch richtig gut finde, ist von L'Oreal, der, weiß ich nicht, das ist ein Lipgloss, ich habe keine Ahnung, der ist, hat so einen Schimmer-Rosa-Ton, ist aber nicht extrem farbig und der ist so Lippen auf Polstern. Wisst ihr, mit diesem Pfefferminz-Ding, was dann so brennt ein bisschen? Den werde ich auch, glaube ich, 100 Jahre noch benutzen. Was total gehypt wird, ist diese Essence Princess, nee, doch, Essence Lash Princess Mascara. Also die ist ja wasserfest und verschmiert auch nicht, aber die tut ehrlich gesagt nichts für meine Wimpern. Also die macht meine Wimpern nicht schön, deshalb, ja, so sieht die Bürste aus. Okay, egal. Auf alle Fälle, ja, die macht meine Wimpern tatsächlich nicht schön. Aber die ist wasserfest und ist, ja, verschmiert nicht. Aber für mich den Hype jetzt nicht wert. Also, ich ziehe mich jetzt noch an und dann geht's los für mich zum DM und zum Rossmann. Vielleicht, wenn ich einige Sachen nicht finden werde. Denn wir wissen ja, virale Produkte sind ständig ausverkauft. Es kotzt einen richtig an. Ich wünsche, die Drogeriemärkte könnten einfach mehr bestellen, dass die immer genug auf Vorrat haben. Aber naja, ne? Ja.
not my fault. Passt es jetzt so? So, ich bin jetzt zurück und ich zeige euch jetzt meinen Einkauf. So. Boah, das war jetzt so anstrengend. Ja, ich zeige euch jetzt, was ich eben geholt habe. Ich zeige euch einfach alles. Wir machen jetzt einen kleinen DM-Haul. Ich habe Wattepads, weil braucht man immer. Habe ich Babytücher. Dann habe ich Micellenreinigungstücher gekauft, weil damit schminke ich mich nicht ab, aber die brauche ich einfach, ne, um sauer zu machen, manche Sachen. Dann Kerzen in Sandelholz, weil ich liebe Sandelholz. Und dann, oh mein Gott, habe ich doch tatsächlich No Cosmetics gekauft. Ne, ich zweifle nicht an, dass das nicht gut ist. Ich habe das aber einfach ewig nicht gekauft, weil, keine Ahnung, ich habe jetzt endlich meine Skincare-Routine gefunden und der bleibe ich treu seit einem Jahr und da funktioniert alles und ja, hatte ein bisschen Schiss, einfach neue Sachen auszuprobieren. Aber ich habe jetzt endlich diese No Cosmetics Sachen gekauft und die werde ich dann, ja, 3 Monate wieder testen. Ich hoffe, dass das alles gut sein wird. Wir sind gespannt. Dann habe ich Catrice Concealer, voll viel, also extrem viele in meinen Instagram-Umfrage haben einfach Catrice Concealer hingeschrieben. Wow. ich glaube aber, dass ihr den hier meint. Das ist, ja, dieser Camouflage Concealer, High Coverage Concealer, der auch wasserfest ist. Den habe ich nämlich 1000 Mal auf TikTok gesehen. Dann dachte ich, wahrscheinlich meint ihr den hier. Falls nicht, dann keine Ahnung. Das nächste Mal schreibt doch bitte in welchen. Dann habe ich mir die Sky High Maybelline Wimperntusche gekauft. Wasserfest natürlich. Dann, okay, nochmal zurück zu dieser Catrice-Story. Ich habe mich schon aufgeregt eigentlich auf Instagram, aber ich will mich nochmal aufregen. Was ist eigentlich für eine scheiß Farbrange im Drogeriemarkt zu kaufen gibt. Also die ist total beschissen. So, mein Hautton war quasi der letzte Hautton, was auch nicht mal in meinem Hautton gepasst hat. Aber ja, Trash vom Feinsten. Einfach nur Trash. Ich bin stinksauer und ja, ich will es hier auch nochmal sagen, dass ich einfach stinksauer bin. Und ja, deswegen tut es mir echt leid. Die Tinted Serum Foundation wird es kein Review geben, weil ich sehe es auch nicht ein, so eine günstige Foundation online zu bestellen. Jetzt mal ganz im Ernst, ich bestelle doch nicht eine 5 Euro Foundation oder wie viel die auch immer kostet. Also über 10 Euro wird die, glaube ich, eh nicht kosten. Aber ich zahle doch nicht 5 bis 10 Euro plus nochmal 5 Euro Versand für so eine Foundation. Also, ne? Okay, zurück. Dafür habe ich mir... Also L'Oreal, Maybelline und... NYX haben die meisten Farb, also die meiste Farbrange im Einzelhandel zu kaufen. Okay, hat keinen Sinn ergeben, aber ihr versteht, was ich meine. Es war so mit der meisten Farbrange. Die Produkte habe ich auch bis jetzt immer alle getestet. Aber diese Foundation habe ich bei TikTok von vielen Amerikanerinnen gesehen. Und das ist die etwas neu, ich glaube, die ist gar nicht mehr so neu, die L'Oreal Matte Cover Foundation mit 4% Niacinamid. Und ja, das ist eine, die soll hohe Deckkraft haben und komplett matt sein, aber dennoch irgendwie nach Haut ausschauen. Die habe ich mir statt eben, also die habe ich mir jetzt eben gekauft. Bin super gespannt. Dann habe ich mir meinen Augenbrauenstift gekauft, den ich immer kaufe. Nein, habe ich den jetzt in der falschen Farbe gekauft? Dann habe ich mir von Carmex diese Lippenpflege hier gekauft. Dann habe ich mir von Essence Wimpern gekauft. Die sind ganz cute. Ja. Haben auch nur 2 Euro irgendwas gekostet. Dann habe ich mir von Catrice ein Plump It Up Lip Booster gekauft with Menthol. So ein Lipgloss. Ja. Dann habe ich mir den Catrice The Perfecta Poreless Blur Primer with, also mit Niacinamid gekauft. Der soll auch richtig gut sein. Bei Primer bin ich echt schwierig. Ich habe eigentlich keinen... Also ich hatte mal einen Lieblingsprimer, aber den gibt es nicht mehr. Der ist nämlich von Becca.
Der in der braunen Tube. Der ist auf alle Fälle, Becker gibt es ja so nicht mehr und deswegen gibt es auch den Primer nicht mehr. Es war mit Abstand der weltbeste Primer und die anderen, die ich bis jetzt, also das Einzige, was ich noch gut finde, ist Smashbox. Ja, und aber die anderen, die ich bis jetzt probiert habe, haben mich jetzt, also die waren alle okay, haben mich nicht umgehauen, sagen wir es mal so. Oh mein Gott, jetzt wird es wieder richtig dunkel. Das sieht. So. Dann habe ich mir einen anderen neuen Hype-Primer geholt von Essence. Den Fix and Last Makeup Gripping Jelly Primer. Hydrating and Refreshing. Das soll auch, glaube ich, so ein Dupe von den Milk Primer sein, den ich probiert habe, den ich auch richtig gut fand. Ja, auf alle Fälle habe ich den jetzt gekauft. Bin gespannt. Dann habe ich endlich den Essence Brighten Up Banana Powder gekauft. Auch super gehypt. Ich glaube, der wird auch richtig gut sein. Ja, in der Farbe 20 Baba Banana. Baba Banana. Ja, gucken wir mal. Dann habe ich bei Rival de Loop einen, da wollte ich eben diesen Dior Dupe kaufen von Trended Up. Ja, genau. Ich wollte eigentlich einen Dior Dupe, gab es aber natürlich nicht. Also habe ich einen neuen von Rival de Loop gekauft, Oil Infused Blush. Jetzt bin ich wieder zurück. Ich habe schon meine Augenbrauen wie immer gemacht. Und wir legen jetzt los mit dem Primer. Und ich glaube, ich werde dies, also ich habe ja die zwei Primer hier. Einmal den von Catrice und einmal den von Essence. Und ich denke, ich werde aber den von Catrice zuerst probieren. So sieht die Konsistenz aus. So eine dicke, cremige Konsistenz. Also was mir sofort auffällt, ist, dass sich das komplett abmattiert. Das ist schon mal cool. Noch ein bisschen. Da seht ihr das, wie gut das abmattiert? Seht ihr den Unterschied hier vorne? Dann legen wir doch los mit dem den L'Oreal Matcover Full Coverage Foundation. Diese Foundation hat sogar Sonnenschutz Lichtfaktor 25 und soll eine volle matte Deckkraft haben, gleicht das Hautbild aus, natürlich aussehend, hat 4% Niacinamid. So sieht die Foundation jetzt aus mit einer Schicht. Ich finde es sehr, 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 sehr schön. Was ich gleich sagen kann, das ist jetzt nicht die matteste Foundation, die ich habe. Und die stärkste Deckkraft hat sie jetzt auch nicht. Die hat eine gute Deckkraft, das schon. Aber die deckendste Foundation ist die jetzt nicht. Aber definitiv sieht die sehr schön aus. Also es ist jetzt nicht so eine Foundation, die dich extrem cakey aussehen lässt, glaube ich. Die sieht sehr, sehr schön aus. Und jetzt zum Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Ich habe die Farbe Hazelnut Beige genommen. Also da der ja wasserfest ist, muss man den schnell einarbeiten, weil er sofort in die Haut einzieht. Deswegen werde ich erstmal mit einer Seite anfangen und dann die nächste Seite machen. Und ja, das mag ich eigentlich gar nicht. Ich hätte eigentlich viel lieber Zeit zum Verblenden, aber gut. Wir schauen jetzt mal, wie das aussehen wird. Okay,
das war es jetzt zum Concealer. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also befriedigend tut er mich jetzt nicht, ne? Im High Coverage finde ich den, ehrlich gesagt, auch nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil irgendwie habe ich gedacht, es ist wirklich, wirklich ein deckender, also stark deckender, also ja, ein Camouflage-Concealer. Also ich hoffe ja, dass es der ist, den alle meinten. Ich glaube es, weil den habe ich am meisten auf TikTok gesehen. Ich mache mir jetzt ganz schnell einen einfachen Augen-Make-up und genau, kommen wir dann zurück und dann testen wir die Wimperntusche. So, für meine Augen habe ich meine NARS-Palette benutzt. Ich habe diese schöne Braunfarbe benutzt und die hier und den komplett auf mein Lid und das ganz knallige Pinke. Und jetzt let's move on zu der Wimperntusche. Das ist die Maybelline Sky Highlight Sensational Waterproof Wimperntusche. In der Farbe Schwarz natürlich. So sieht jetzt meine Wimper aus. Eigentlich sehr schön, aber die tendiert, die Wimpern so dick und klumpig zu machen. Nicht extrem, ich will nicht meckern. Das ist, ich glaube auch, das ist so eine persönliche Sache. Ich mag jetzt nicht so, wenn die Wimpern so dann dick sind und voller Wimperntusche. Ich mag es eher, wenn die dann einfach schön einzeln schön getuscht werden und nicht zusammenklebt. Und hier habe ich das Gefühl, dass das schon eher passiert. Aber meine Wimpern sehen tatsächlich sehr, sehr schön aus. Früher mochte ich das. Ich mag das jetzt einfach nicht mehr. Aber das ist so eine persönliche Sache. Aber es sieht gut aus, das auf alle Fälle. Ich mache jetzt mal die andere Seite. Und die Seite sieht schon besser aus. Ich glaube, das ist nur die Seite von meiner Wimpern. Von meinen Wimpern. Das ist, glaube ich, einfach nur die Seite. Die Seite ist einfach hässlicher. Irgendwie? Nee, die Wimperntusche hat meine Wimpern echt schön gemacht. Also die Seite ist definitiv hässlicher als die. Die sieht viel, viel schöner aus. Weil irgendwie brauche ich echt lange mit dieser Wimperntusche, meine Wimpern schön zu machen. Also mit meinen anderen geht es schon viel schneller. Also definitiv sieht das cute aus. Aber wir tun jetzt noch die Wimpern dran, die ich auch noch gekauft habe. Von Essence in der Farbe 0, in dem Style 02 All About Light. So sehen die Wimpern aus. Die kommen sogar mit einem Kleber. So sieht die Wimper aus. Okay, dann lassen wir die Seite schnell trocknen. Jetzt machen wir weiter mit dem Brighten Up, Essence Brighten Up Banana Powder. Wow. Finde ich sehr, sehr schön und die Farbe ist auch sehr schön. Hat auf alle Fälle jetzt gerade diesen unteren Augenbereich geliftet. Toll. Toll. Ne? Für den Preis. Toll, toll, toll. So, und jetzt kommen wir zu diesem neuen Rival de Loop Oil Infused Blush. Dieser gebackene Puder Rouge mit zartem Goldschimmer. Wie gesagt, ich glaube, das ist... Beziehungsweise ich hoffe, dass es ein Dupe zu den Milani Baked Blushes. Die sind nämlich richtig gut pigmentiert. Der Schimmer ist sehr schön. Ist auch nicht allzu teuer, also 12 Euro. Aber das ist halt definitiv günstiger gewesen. Keine Ahnung mehr, wie viel es gekostet hat, aber ich glaube unter 2, 3 Euro. Ja, und deswegen schauen wir mal, wie das aussieht. Die sind auf alle Fälle sehr, sehr schön. So, der sieht auf alle Fälle sehr schön aus. Kommt irgendwie
Nichts raus, ne? Außer Glitzer kommt da keine Farbe. Also ich mache jetzt mal hier einen Swatch-Test. Kommt da schon was raus, oder? Von der Farbe. Oder irgendwie auf meine Haut. Oder ist einfach nicht die richtige Farbe für mich. Also leider sieht man das, glaube ich, nicht so gut in der Kamera. Aber das ist der von Milani. Definitiv, also von der Farbe her, von der Intensität der Farbe, besser als der hier von Rival de Loupe. Ja, da kommt vielmehr einfach nur das Gold raus und aber leider nicht die rosa Farbe, aber ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Der hat nämlich auch einen Goldschimmer, aber der Goldschimmer übertönt eben dieses schöne rosa Peach nicht. Aber der ist definitiv nicht so cremig, das muss ich jetzt schon sagen, habe ich jetzt auch wieder beim Swatch gemerkt. Der ist sehr cremig und der ist eher so trocken, ja, wie so eine Wüste von Sahara, also... Und dann nehme ich den Lipgloss von Catrice, den Plump It Up Lip Booster mit Menthol in der Farbe No Fake Love. Das ist eben dieser zartrosane. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist ein richtig fetter Applikator. Der riecht sehr, sehr, sehr lecker. Mhm. Also so sieht dieser Lipgloss aus. Der ist nicht zu barzig, also zu klebrig. So, dann sind wir auch schon fertig. Ich hoffe, der Review hat euch gefallen. Falls nicht, schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ich besser machen könnte. Und ja, liked und abonniert meinen Kanal. Liked dieses Video, abonniert meinen Kanal, folgt mir auf Instagram oder TikTok, aber eher Instagram, da bin ich eher aktiv. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. So, ich bin wieder zurück. Es sind nur, ich glaube, fünf, sechs Stunden vergangen. Aber ich würde mich gerne jetzt dann bald abschminken und ins Bett legen und einfach chillen. Ich wollte nur ein kurzes Update, so sieht das alles aus gerade. Ich habe gegessen, also gekocht, gegessen, ich war spazieren, getrunken logischerweise. Okay, jetzt mein Akku kurz leer, ich will es ganz schnell fassen. Den Concealer würde ich nicht nochmal kaufen, der haut mich jetzt nicht um, also von Camouflage ist der für mich gar nichts. Und ja, den muss ich definitiv mit dem Color Corrector dran machen. Ja, also der haut mich jetzt wirklich nicht um. Aber die Foundation, dieser Primer ist einfach so geil. Keine Ahnung, ob meine Haut heute einfach gut mitspielt oder einfach die ganze Woche sich gut auskuriert hat, weil ich mich kaum... Obwohl doch, ich habe mich sehr gut geschminkt. Also ich habe mich sehr aufgeschminkt. Egal, auf alle Fälle sieht die Base echt geil aus. Deswegen also der Primer und die Foundation sehr, sehr schön. Also für ölige Haut, so wie meine, richtig, richtig schön. Ich finde tatsächlich, der Fit Me von Maybelline hat mehr Deckkraft als der hier, aber... dieser Finish ist total schön. Das sieht so lecker aus und der Primer hat auch eine gute Arbeit getan. Also definitiv kann der mithalten mit diesen 20€ Primern von Benefit und keine Ahnung was. Was gibt es noch? Den Lipgloss glänzt noch, ne? Ich habe gegessen und alles drum hat gut gehalten. Also da ist noch schon ein bisschen Glanz drin. Das sieht wirklich schön aus. Und ja, okay, jetzt muss ich ausmachen, weil Akku ist leer. Thank you.